Wir wollen Geschichte schreiben, sagte Zlatan Ibrahimovic vorm Hinspiel in Valencia für seine Mannschaft. Er selber heute nicht auf dem Platz, rot gesperrt nach dem Spiel gegen Valencia im Estadio Mestalla. Stattdessen heute Paris in leicht veränderter Aufstellung in das Champions League Rückspiel im ausverkauften Prinzenpark Stadion. Und das wurde klar, als die Hymne gespielt wurde. Lange Zeit Paris nicht im internationalen Geschäft in der K.O.-Runde und so wurde dieses Spiel heute groß erwartet in der französischen Hauptstadt. Die Situation für Valencia war klar, man muss mindestens 2 Tore erzielen und am besten auch keins einfangen. Paris ohne Zlatan Ibrahimovic dafür erstmals mit David Beckham in der Champions League Startaufstellung. 5. Minute, die Gäste starteten wie erwartet offensiv über Jonas und dann Sissoko mit diesem Volleyschuss. Guter Versuch von Valencia, sie brauchten die Offensivaktion, Paris konnte abwarten, wie Valencia ins Spiel findet. In der 9. Minute dann die erste Aktion von Paris Saint-Germain über David Beckham, der erstaunlich viel Platz auf der rechten Seite hat. Die erste Flanke abgeblockt, aber dann nochmal Beckham. Auch stark abgewehrt von Valencias Keeper in dieser Situation. 15. Minute, erster Eckball für Paris Saint-Germain. Guardado unfreiwillig für Lavezzi. Und dann geklärt zum Eckball von der anderen Seite, ausgeführt von David Beckham. Lukas stark zurück, sieht den Raum für Lavezzi, der direkt draufzieht. Starker Versuch von ihm. In der Wiederholung wird klar, viel hat nicht gefehlt für die Führung für Paris Saint-Germain. Das Spiel in der Anfangsphase geprägt von einem munteren Hin und Her. 19. Minute erneut Valencia über Guardado. Für Soldado, der Schuss aus Seitenlage übers Tor und zunächst auch ungefährlich, allerdings machte Valencia klar, das Ausscheiden ist noch lange nicht in Stein gemeißelt. 20 Minuten gespielt und allmählich übernahm Paris die Kontrolle des Spiels. Lavezzi raus für Lukas und dann Pastore eindeutig im Abseits bei der Hereingabe von Lukas, allerdings wird an dieser Szene deutlich, dass Paris hier klar auf Offensivfußball spielte. 37. Minute, Eckball für Paris. Zunächst abgewehrt, also die nächste Chance für Pastore. Diesmal Sissoko als letztes am Ball. Erneuter Eckball von der anderen Seite für David Beckham. Inzwischen 8 Minuten vor der Pause, Ball erneut zu Verratti, der es nochmal versucht, allerdings sein Versuch nicht so stark wie der erste nach dem Eckball nach einer Viertelstunde. Dieser war doch einiges am Tor vorbei und auch nicht besonders scharf geschossen. Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dann nochmal der Eckball für Pastore, das Spiel geprägt von Ecken für Paris Saint-Germain, Lukas kann den Kopf hinhalten, der Ball allerdings weit am Tor vorbei. Das 0:0 zur Halbzeit hätte Paris auf jeden Fall gereicht und so musste Valencia den Druck in Halbzeit 2. Das versuchten sie auch, 62. Minute allerdings ermöglichten sich dadurch Räume für Paris Saint-Germain. Maxwell auf der linken Seite, der sich durchdribbeln kann und nicht attackiert wird. Pastore mit dem Kopfball und dann die erste gefährliche Aktion, stark gehalten von Valencias Keeper. Verratti danach mit der hohen Hereingabe für Lavezzi, dieser allerdings im Abseits. ...15 Minuten vor Schluss musste Valencia den Druck erneut erhöhen. Jonas mit diesem Roller für Sirigu allerdings kein Problem. Der Mann, der bei Italien nur Nummer 2 ist, hinter Gianluigi Buffon bei Paris, der Stammtorwart zwischen den Pfosten ist. Kurz darauf die nächste Ecke für Paris Saint-Germain. Pastore, inzwischen David Beckham ausgewechselt. Für ihn Menez bei den Franzosen auf dem Platz.
9 Minuten vor Schluss, Menez in Aktion, zugespielt von Pastore, kein Abseits von Menez und dann aus Spitzenwinkel, allerdings etwas zu optimistisch gemacht von Menez. 3 Minuten vor Schluss, Valencia brauchte ein Wunder, um noch die Runde der besten 8 zu erreichen. Ein Wunder kann manchmal entstehen aus einem Eckball. In diesem Fall für Guardado bei Paris Van der Wiel eingewechselt. Guardado zunächst abgewehrt. Eckball von der anderen Seite für Sissoko. Der Spielstand inzwischen 7:2 in Eckbällen. Allerdings keine Torgefahr durch Valencia im gesamten Spiel. Bis zur Nachspielzeit. Wir sind 2 Minuten über der Zeit. Jonas schießt Van der Wiel an und jetzt aufgepasst, der Ball direkt auf die Latte drauf. Sicherlich die gefährlichste Aktion von Valencia im gesamten Spiel. Danach allerdings nochmal Eckball. Paris feierte inzwischen das Weiterkommen, denn es war klar, es würde in keinem Fall mehr reichen für Valencia. Tino Costa mit dem letzten Ballkontakt. Danach pfiff der Schiedsrichter ab. 0:0 zwischen Paris und Valencia. Paris, das angekündigt hatte, in Form von Zlatan Ibrahimovic Geschichte schreiben zu wollen, schafft dies, erreicht die Runde der besten 8 und dort kann dann auch Zlatan Ibrahimovic wieder für die Franzosen stürmen.